Griechische Inseln sind bekannt für ihre langen Sandstrände und idyllischen Buchten. Auf der Insel Kalymnos geht es etwas rauer zu. Einmal im Jahr findet hier das Kalymnos Climbing Festival statt, zu dem mehr als 1000 Kletterer aus aller Welt anreisen. Auch Clara Steinwender aus Österreich ist begeistert von der felsigen Insel. Kalymnos ist deswegen so besonders, weil das Setting halt einzigartig ist mit dem Meer. Und es gibt halt irrsinnig viele Routen in allen Bereichen, in allen Graden, in ganz vielen verschiedenen Techniken und Stilen. Da kann man Jahre klettern und hat nicht alles geklettert. Aktuell hat die Insel 3700 Routen. Pro Jahr werden etwa 200 neue angelegt. Paarweise gehen die Kletterer an den Start. Wer am Ende die meisten Routen absolviert hat, gewinnt. Kontrollen gibt es nicht. Der Spaß steht im Vordergrund. Eine gute Gelegenheit, Neues auszuprobieren. Ich bin nach Kalymnos gekommen, weil ich die Aussicht und das Meer total mag. Ich will hier meine restlichen Ferientage genießen. Ich mag das dreidimensionale Klettern und möchte unbedingt die Tufas hier ausprobieren. Tufas sind die tropfenförmigen Tuffgesteine, die die Kletterer begeistern. Alizée Gauthillier und ihr Freund sind aus Frankreich angereist, um hier zu klettern. Es ist wunderschön und etwas Besonderes, auf den Stalaktiten, diesen großen Säulen mit den Abrundungen zu klettern. Das ist man nicht gewohnt. Normalerweise werden hauptsächlich die Fingerspitzen genutzt. Doch hier müssen wir unsere Beine, Bauchmuskeln, Arme, also den ganzen Körper nutzen. Und die Aussicht von oben ist wunderschön. Das Meer sieht nicht nur gut aus. Beim Deep Water Soloing, was so viel bedeutet wie freies Klettern über tiefem Wasser, dient es als Sicherheitsnetz. Aristomenis Thanopoulos zählt zu den besten Kletterern Griechenlands. Für Deep Water Soloing hat er zahlreiche Routen in Griechenland entwickelt. Das Deep Water Solo ist für mich die reinere Form des Kletterns, denn es ist minimalistischer. Du hast keine Seile, du hast nichts außer deine Schuhe und das Magnesiumpulver. Diese Form des Kletterns ist einfach authentischer. Kalymnos hält noch viele unentdeckte Kletterrouten bereit. Das Deep Water Soloing ist sehr viel spontaner als das Klettern am Felsen. Thanopoulos weiß, worauf man Acht geben muss. Du musst zunächst darauf achten, dass das Wasser tief genug ist und dass es kein Riff gibt. Wenn du fällst, ist es gut, die Hände eng am Körper zu haben. Den Mund solltest du geschlossen halten, damit du dir nicht auf die Zunge beißt. Es ist gut, die Beine und Arme nach dem Eintauchen zu öffnen, damit du nicht zu tief abtauchst. Viele der internationalen Gäste kommen immer wieder auf die Kletterinsel. Jamie Spearin aus Irland ist zum zweiten Mal auf Kalymnos. Ich finde, Kalymnos ist so etwas wie das Kletterparadies. Ich bin zum zweiten Mal hier und was ich so sehr mag, das ist das hier. Wunderschönes Deep Water Solo. Es ist nur eine kurze Kajak- oder Bootsfahrt entfernt. Man kann hier alle Felsen gut erreichen. Die Insel ist so etwas wie ein Spielplatz, auf dem man sich austoben kann. Am Abend werden die Sieger der Kletterrallye gekürt. Das gemischte Paar, das die meisten Routen geklettert hat, sind Simon Fluck und Beatrice Kussinger aus Deutschland. Wir haben ja gewusst, dass das Kletterfestival hier vor Ort ist. Und dann sind wir hergereist, haben uns registriert und dachten einfach mal, jetzt gehen wir mal Vollgas über den Tag einfach. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren und der Spaß stand auf jeden Fall im Vordergrund. Die griechische Insel Kalymnos, ein Kletterparadies zwischen Himmel und Erde.